Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man Seitentitel und Überschriften gestalten sollte. Das Video ist Teil der Reihe im Remax Channel Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Seitentitel und Überschriften in Webseiten sind für die Barrierefreiheit sehr wichtig. Der Seitentitel wird im Head-Element aufgefunden unter dem Title-Tag. Er sollte sowohl den Titel der Webseite als auch den Namen der Website enthalten. In diesem Fall handelt es sich um ein Nudelauflaufrezept. Das ist der Titel der Webseite und dann der Name der Website ist Remax Kochbuch. Weiter im Body sollten Überschriften enthalten sein. Die erste Überschrift wird mit H1 markiert. Die sollte den Titel der Webseite reflektieren, also Nudelauflauf, ohne den zweiten Teil, den Namen der Website. Außerdem können noch weitere Überschriften enthalten sein, die dann mit H2, H3 und so weiter bezeichnet werden. Es sollten keine Sprünge sein, also nach H1 sollte immer H2 kommen, dann H3 und so weiter. Alle Überschriften sollten aussagekräftig sein und sich voneinander unterscheiden. Schon vom Anfang an, man nennt das auch Frontloading, sodass, wenn man sich die Überschriften vorlesen lässt, man sofort beim ersten Wort schon den Unterschied merkt. Außerdem sollten die Überschriften und die zugehörigen Texte immer in Section-Elemente geklammert werden. Manchmal gibt es auch spezielle Tags, die nicht Section heißen, sondern zum Beispiel Main. Das bezeichnet den Hauptinhalt einer Webseite oder auch zum Beispiel Article. Diese Section-Tags kann man auch weglassen, wenn die Webseite einfach gestaltet ist. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann wird der Browser sich diese Section Tags automatisch herleiten. Hier noch einmal zur Wiederholung die Regeln. Title enthält den Seitentitel und den Namen der Website, und zwar in dieser Reihenfolge, sodass das Unterscheidende, nämlich der Seitentitel, zuerst kommt. Man nennt das auch Frontloading. Zweitens, die Überschrift H1 wiederholt den Seitentitel aus Title, sodass die beiden übereinstimmen, bis auf den Unterschied, dass bei Title noch der Name der Website angehängt ist. Drittens, alle Überschriften sind mit HN gekennzeichnet, wobei N von 1 bis 6 geht. Sie sind hierarchisch gegliedert und überspringen keine Ebenen. Viertens, alle Überschriften sind aussagekräftig und wiederholen sich nicht. Fünftens, Überschriften und dazugehörige Inhalte werden jeweils mit dem Section-Element geklammert. Oder es kann auch noch ein spezifisches Element sein, zum Beispiel Main oder Article. Bei einfachen Strukturen kann Section auch entfallen, aber Main oder Article sollte trotzdem angeführt werden. Das war Seitentitel und Überschriften aus der Reihe Remax Channel Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den darin behandelten WCAG 2.1 Erfolgskriterien finden Sie unter https://gpii.eu/ von Anfang an. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit wiederverwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.